zweimal gewonnen hast. Wir haben zwei starken Gegner gehabt. Wir könnten auch mehr Punkte haben nach diesen zwei Spielen, vielleicht auch weniger. Und jetzt kommt einer, das ist für viele vielleicht keiner, der oben mitspielt. Ja, stimmt, aber solche Spiele sind am schwierigsten. Das ist für mich jetzt eine Mannschaft, die richtig im Takte ist. Wir haben das auch letztes Jahr erlebt. Wir haben gesehen, dass da Eiche einen richtig guten Job macht, dass er eine schwierige Situation übernommen hat, die Mannschaft stabilisiert. Und dann in entscheidenden Momenten, wo eigentlich die schon für viele weg waren, haben es gegen Bielefeld 3-3 geschafft. Die haben dann in Fürth gewonnen und haben es dann direkt klasse gehalten. Und jetzt haben sie ein bisschen Wolken im Start, aber das ist bei Weitem so weg, dass ich sage, ja klar, das ist ein Gegner, der in dieser Liga nichts zu suchen hat. Das wäre komplett falsch. Also ich erwarte ein sehr kompliziertes Spiel, weil das ist vielleicht bei denen so ein bisschen mit zwei Spielen, zwei Niederlagen, die werden wirklich alles anwerfen, dass die da hier in Denksburg punkten und die müssen dagegen halten und nicht denken, das muss nach 30 Minuten erledigt sein.